Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute möchte ich mit euch den Lesemonat aus dem Monat Dezember durchgehen, quasi der Jahresabschluss 2023, die letzten Bücher, die ich im vergangenen Jahr gelesen habe. Insgesamt waren es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Stück, 7 davon in Printform und 1 davon habe ich tatsächlich als reines Hörbuch bei Nextory gehört. Da höre ich ja meine ganzen Hörbücher. Also es war dieses Mal wirklich ein bunter Mix, weil ich die Printbücher hier hatte. Ich habe einige Bücher davon auch auf Nextory zwischendurch mal weitergehört, so beim Kochen oder beim Aufräumen. Und eins davon habe ich tatsächlich auch komplett auf Nextory gelesen. Das war für mich jetzt auch Premiere. Beziehungsweise, nein, eigentlich waren es zwei Bücher, die ich quasi parallel auf Nextory gelesen und auch abends im Bett dann in Printform nochmal weitergelesen habe. Ich habe vorher tatsächlich immer nur Hörbücher auf der App gehört und jetzt fragt ihr euch sicher, also zumindest die, die neu hier eingeschaltet haben und meine Lesemonate noch nicht kennen, warum ich auf einer Hörbuch-App auch Bücher lesen kann. Ja, das ist nämlich das Besondere an Nextory. Da gibt es nicht nur Hörbücher, da gibt es hin und wieder, wenn man etwas Glück hat, nämlich auch ein E-Book, das man in seinem Abonnement quasi kostenlos runterladen und lesen kann. Ich kann euch gerne mal ganz kurz die Bücher zeigen, die ich auf Nextory auch gelesen habe. Und ich werde dann aber auch später im Verlauf des Videos auf diese Bücher eingehen. Und zwar sind das diese beiden. Also wenn ihr euch für eins der Bücher interessiert, dann schaut gerne mal in der App vorbei. Da gibt es nämlich das kostenlose E-Book dazu. Ja, was ist Nextory? Nochmal ganz kurz für alle, die es noch nicht wissen. Nextory ist ein Hörbuchanbieter oder auch eben ab und zu ein E-Book-Anbieter. Es gibt mittlerweile über 500.000 Titel. Und das für mich Besondere an Nextory ist einfach, dass ich in meinem Abonnement unbegrenzt hören kann und nicht auf 25 oder 100 Stunden begrenzt bin. Also es gibt drei verschiedene Optionen, es gibt drei verschiedene Abonnements quasi, die ihr euch auswählen könnt. Es gibt sogar ein Familienabonnement, wo ihr mit der gesamten Familie hören könnt. Das ist natürlich ganz besonders reizvoll, wenn man denn eine Familie hat. Ich wohne hier allein, von daher habe ich nicht das Familienabonnement, aber ich habe das mit den unbegrenzten Hörstunden und die werden auch sehr, sehr gut genutzt hier. Wie gesagt, beim Aufräumen, beim Kochen, einfach wenn ich hier sitze und mit Maler puzzle, habe ich nebenbei noch ein Hörbuch laufen. Das ist schon sehr, sehr praktisch und vor allem, ja, wenn ich abends im Bett liege, mache ich mir immer ein Hörbuch an und stelle dann die Timer-Funktion, die es auf der App auch gibt, auf, keine Ahnung, 10 Minuten, 15 Minuten. Und nach dieser Zeit wird das Hörbuch langsam leiser und schließt sich dann automatisch. Also selbst wenn ihr die App auf 10 Minuten eingestellt habt und schlaft nach 2 Minuten ein, wisst ihr, okay, ich muss maximal 10 Minuten zurückspulen und kann dann mein Hörbuch am nächsten Tag ganz normal weiterhören. Außerdem könnt ihr es auf zweifacher Geschwindigkeit hören, was für mich auch immer sehr ansprechend ist, weil ich einfach ein Mensch bin, der Hörbücher nicht auf 1,0 hören kann. Da schlafe ich ein, da schlafe ich wirklich ein, das ist mir viel zu langsam und deshalb höre ich sie meistens so auf 1,8 bis 2,0. Aber ja, so viel dazu. Ich würde sagen, wir starten auch mit einem der Bücher direkt in den Lesemonat. Das habe ich nämlich, schon sehr, sehr lange auf meinem Sub liegen gehabt und es wurde jetzt Zeit, dass ich es davon befreie. Ich habe das Buch auch auf meiner 23 für 23 Liste stehen und ob ich die geschafft habe oder nicht, werde ich natürlich in einem meiner nächsten Videos, nämlich in meinem Jahresstatistik-Video, erzählen. Aber ich sag mal so viel, hier im Lesemonat kommen sehr viele Bücher vor, die auch auf meiner 23 für 23 Liste waren. Die 24 für 24 Liste ist übrigens immer noch nicht fertig. Ich habe sie angefangen, aber es fehlen noch ein paar Neuerscheinungen, die ich unbedingt draufpacken möchte. So, jetzt habe ich aber 5 Minuten gelabert, ohne wirklich was zu sagen. Wir fangen jetzt an mit We Fell in Love in Oktober von Inka Lindberg.
Das Ganze habe ich mir tatsächlich schon letztes Jahr auf der Buchmesse von ihr signieren lassen und wollte es dann eigentlich das ganze Jahr schon lesen oder eigentlich auch schon direkt nach der Buchmesse lesen, habe es dann aber irgendwie mal wieder nicht geschafft. Ich habe es euch ganz oft in meinem What I Read Next Subvotings Video vorgestellt. Ihr habt es nie ausgewählt. Und jetzt dachte ich mir so, es hilft ja alles nichts. Ich werde es jetzt von meinem Sub befreien. Ja, Inka ist vielleicht einigen von euch unter Schminker Inka bekannt oder unter Einfach Inka. Sie macht schon ganz lange YouTube, beziehungsweise macht aktuell gar kein YouTube mehr, aber sie ist halt eine relativ bekannte Creatorin, würde ich jetzt einfach mal sagen, Content Creatorin aus mittlerweile Köln. Und hier im Buch habe ich so das Gefühl, dass sie sehr, sehr viel von ihrer eigenen Geschichte verarbeitet hat. Es geht um Lisa, die ihre Ausbildung zur Bankkauffrau schmeißt. Sie wohnt halt in so einem kleinen Kuhdorf, Kuhkaff, und ja, hat irgendwie das Gefühl, sie ist zu was Größerem bestimmt. Es kann nicht alles im Leben sein, irgendwo eine Lehre bei der Bank zu machen und das ganze Leben lang in einem und demselben Dorf vor sich herzudümpeln, was eigentlich mein Traum ist. Ich bin absolut gemacht für Dorfleben und jeder kennt jeden und jeder hilft jedem. Aber Lisa ist das nicht. Lisa möchte hoch hinaus und sie möchte was erleben und beschließt dann, dass sie ihre Ausbildung schmeißt. Und ja, ihre Eltern und ihr Freund sind natürlich nicht begeistert, aber sie macht, was sie will und zieht einfach ganz spontan nach Köln. Dort landet sie in einer WG und ja, das Zusammentreffen mit ihrer WG-Mitbewohnerin wirft quasi ihr komplettes Leben nochmal durcheinander, stellt es auf den Kopf. Und ja, es ist einfach eine schöne Geschichte über Selbstfindung, über das Herausfinden, wer bin ich, was möchte ich im Leben, was möchte ich erreichen, wo will ich mal landen, wer will ich sein. Hier in Kombination mit wen möchte ich lieben. Es ist ein bisschen so ein kleines Coming-out-Buch und dasselbe hat Inka ja auch durchgemacht. Also sie hat sich, glaube ich, vor einem Jahr oder sowas als bisexuell geoutet und ja, irgendwie, es war irgendwie jedem klar, aber es ist nochmal was anderes, wenn man sich selbst eingesteht und das dann auch öffentlich zelebriert. Und ich habe manchmal so das Gefühl gehabt, dass ich nicht über Lisa gelesen habe, sondern über Inka, und sie hat sehr, sehr viel Persönliches mit in ihr Buch reingebracht und das merkt man eigentlich in jeder Zeile. Das nächste Buch habe ich tatsächlich auch auf der Buchmesse gekauft, als ich das Buch von Inka habe signieren lassen. Also es war auch schon 22 auf meinem Sub gelandet und dann auch auf meiner 23 für 23 Liste gelandet, weil ich wusste, dass ich es mit ein paar Mädels, mit denen ich dort war, die es sich auch gekauft haben, als Buddyread lesen wollte. Ich spreche nämlich von Luca und Allegra, von meiner allerliebsten Stefanie. Hasse. Ja, Steffi schreibt einfach super schöne Bücher und ich mag ihren Schreibstil. Ich habe ja auch mal zu einem ihrer Bücher eine Leserunde moderiert und durfte dann auch mit ihr ein Insta-Live machen und ein Q&A machen. Und das war richtig witzig. Steffi ist einfach ein super herzlicher Mensch und sie war dieses Jahr auf der Buchmesse tatsächlich auch der erste Mensch, den ich kannte, der mir entgegenkam, und wir haben uns gedrückt, wir haben ewig gequatscht und es war ein schöner Empfang auf der Buchmesse. Ja, Luca Negra erzählt quasi die Geschichte von Romeo und Julia in modern, in einer neuen Version, in einer neuen Variante. Ich habe das Buch mit Tatjana zusammen gelesen und auch mit Ina zusammen und muss leider sagen, dass es uns nicht so gefallen hat, wie wir das gerne gehabt hätten. Also das Buch ist ein, also genau dieses Buch, ist ein Zusammenschluss von zwei Büchern quasi. Das Buch kam nämlich damals als zwei Ausgaben heraus, als zwei E-Books quasi. Und jetzt wurde es in dieser wunderschönen Neuauflage im Drachenmond Verlag quasi zusammengefügt zu einem. Das Besondere ist auch, hier sind noch ganz viele Karten drin, die sie mir in die Hand gedrückt hat. Und sie hat es mir natürlich auch signiert.
Das Buch, muss mal gerade gucken, ob ich es finde, ist in, wie bei Shakespeare, in Akte und Szenen unterteilt. Also hier ist zum Beispiel vierte Szene, aber ich suche gerade den Akt. Genau, hier. Zweiter Akt, erste Szene. Und die Illustrationen sind natürlich auch ein Träumchen. So, jetzt machen wir das wieder rein. Ja, ich denke, über Romeo und Julia muss ich euch jetzt nicht so viel erzählen. Es ist einfach eine Neuinterpretation. An und für sich hat sie mir schon gefallen, aber es gab einfach zu viele Punkte, die mich gestört haben und die auch bei uns im Buddy Read quasi im Kollektiv aufgefallen sind. Und ja. Ja, was soll ich sagen? Ich mag Steffi sehr, sehr gerne. Ich mag Romy und Julia auch sehr gerne. Ich meine, ich heiße Julia. Das heißt, man ist irgendwie mit der Thematik groß geworden. Jede Julia da draußen wird es verstehen. Ja, aber es wird tatsächlich nicht mein liebstes Buch von ihr werden. Bei dem nächsten Buch habe ich noch groß getönt. Ich weiß gar nicht, ob ich es lesen möchte oder ob ich es ungelesen aussortieren möchte, weil es ein Setting beinhaltet, das mir einfach hier steht, dass ich nicht mehr lesen kann, hören kann. Die ganze Zeit war es ja so Rockstar-Geschichten und mittlerweile sind es asiatisch angehauchte Geschichten. Ich glaube, das war einfach welch grausame Gnade, das mir den Todesstoß gegeben hat. Ich konnte es einfach nicht mehr lesen, aber Spoiler-Alarm, es war auch auf meiner Liste für 23 und eigentlich wollte ich es auch zusammen mit Ramona lesen, aber wir haben es irgendwie das ganze Jahr nicht richtig geschafft und ja, jetzt habe ich beschlossen, dass ich es einfach als Hörbuch höre und ab und zu habe ich auch mal ins Buch reingeguckt, aber wirklich, lass das mal zweimal gewesen sein, das meiste habe ich wirklich als Hörbuch während dem Kochen und so gehört. Und muss sagen, dass es mich sehr, sehr positiv überrascht hat. Also, dass mich dieses asiatische Setting gar nicht gestört hat. Ich habe die ganze Zeit das Cover angeguckt und dachte so, oh nee, hast du gar keinen Bock drauf. Hast du gar keinen Bock drauf. Und dann habe ich es als Hörbuch angemacht. Vielleicht, weil ich dann das Cover nicht gesehen habe, keine Ahnung. Und ja, ich habe es sehr, 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 sehr gerne gelesen. Wirklich, es ist ein wundervolles Buch. Und es geht um Prinzessin Chiori, genau. Und man lernt sie eben als freches, ja, ich würde sagen Teenager-Mädchen kennen. Ich glaube, sie steht kurz vor ihrem 18. Geburtstag. Sie soll verheiratet werden und hat da echt gar keinen Bock drauf. Die hat so wenig Bock auf heiraten, wie ich auf das Buch hatte, wenn ich das Cover gesehen habe. So in etwa. Ja. Es tut mir leid, wenn ich ab und zu ein bisschen huste. Ja, die Covid-Seuche hat mich über Neujahr überrannt und ja, ich bin immer noch nicht so richtig fit, aber wir sind auf dem Weg der Besserung, meine Stimme ist langsam wieder da, deshalb kann ich auch das Video drehen, ich hatte nämlich auch ungefähr 2,5 bis 3 Tage gar keine Stimme und hatte echt Angst, dass meine Videos ins Wasser fallen, aber darum soll es jetzt nicht gehen, sondern um dieses Buch. Ja, Prinzessin Chiori lebt mit ihren 6 Brüdern und ihrem Vater, dem König, und dessen neue Frau, also ihre Stiefmutter, im Palast. Und eines Tages deckt sie ein Geheimnis auf, das ihre Stiefmutter betrifft und wird daraufhin von ihr mit einem Fluch belegt. Sie kriegt so eine Art Holzschale auf den Kopf, die geht ihr so bis zur Nase, also niemand sieht ihre Augen. Und sie kriegt gesagt, so, ich verwandle jetzt deine Brüder in Kraniche. Und jedes Mal, wenn du den Mund aufmachst und etwas sagst, dann wird einer deiner Brüder sterben. Das heißt, sie darf niemandem sagen, wer sie ist. Sie darf niemandem sagen, woher sie kommt. Sie darf niemandem sagen, dass sie verflucht ist. Sie darf niemandem von ihrer Stiefmutter erzählen oder was sie getan hat oder dass sie Magie wirken kann, was eigentlich im Land nicht geduldet wird oder eigentlich verbannt ist. Ja, und sie flüchtet aus dem Palast. Und ihre Brüder fliegen als Kraniche in die Welt hinaus und es geht um die Suche nach ihren Brüdern, was meines Erachtens nach schon super schnell geschehen ist, dass sie diese findet. Also ohne das jetzt zu spoilern, sie findet sie natürlich, macht ja Sinn. Aber das passiert schon sehr, sehr schnell. Und dann dachte ich, okay, was passiert in den letzten 3/4 vom Buch? Ich habe keine Ahnung. Aber ich wurde eines Besseren belehrt. Es war tatsächlich nicht die Hauptintention der Geschichte, dass sie ihre Brüder findet, was ich vorher dachte, sondern es geht einfach um, ja,
um Shiori und wie sie sich entwickelt. Dadurch, dass man nicht reden kann, entwickelt man ja viele andere Fähigkeiten oder andere Sinne werden ja mehr herausgearbeitet, mehr ausgebildet, so. Und es ist faszinierend, wie sich jemand, der nicht sprechen kann, trotzdem artikulieren kann und menschliche Kontakte knüpfen kann. Ich habe diese Entwicklung von Shiori sehr, sehr gerne gelesen und die Geschichte hat mich wirklich auch durchgehend in ihren Bann gezogen. Ich dachte echt, ich muss mich da durch dieses Buch durchquälen, aber es gibt super viele Plot-Twists, es gibt Charaktere, die ich super faszinierend fand, zum Beispiel der kleine Drache, den sie begegnet, den sie aber auch schon vorher begegnet ist, also schon im Schloss vor ihrem Fluch. Ja, ich hatte wirklich vorher gedacht, ich werde das Buch aussortieren und den zweiten Band gar nicht erst lesen. Und nach dem Ende muss ich sagen, ich werde mir den zweiten Band definitiv zumindest jetzt mal als Hörbuch anhören und dann vielleicht gucken, dass ich ihn auch mit diesem Sonderfarbstück kriege. Also hier, der ist ja so golden, ob ich weiß nicht, ob ihr es seht. Stellt jetzt nicht scharf. Ja, also es ist nicht vergilbt, es ist ein goldener Schimmer quasi auf dem Buchschnitt. Und der zweite Band ist ja so grün, heißt glaube ich Der Schwur des Drachen, ist so ein jadegrünes Buch und hat auch einen jadegrünen Farbschnitt. Da wollten sie damals einen silbernen Farbschnitt machen, weil das zu dem Gold sehr gut gepasst hätte. Aber das hat man einfach nicht gesehen. Also das hier sieht man ja schon fast nicht. Und das Silber hat man gar nicht gesehen und dann haben sie sich dazu entschlossen bei Carlsen, dass sie einen grünen Farbschnitt machen. So viel dazu und jetzt kommen wir zum nächsten Buch. Und zwar wäre das ein Buch, das völlig aus meinem Komfortbereich, aus meiner Komfortzone rutscht, weil ich ja doch hauptsächlich Fantasy, Romantasy, New Adult und Co. lese. Jetzt hat es ein Thriller geschafft, in meine Leseliste zu rutschen. Und zwar der, den ich euch die ganze Zeit auch schon in meinem What I Read Next Video oder in meinen Videos gezeigt habe. Und zwar Sebastian Fitzeks, Der Heimweg. War für mich wirklich mal was komplett anderes. Es geht um Jules Tannberg, der quasi an einem Begleittelefon sitzt und er kriegt einen Anruf von einer gewissen, wie heißt sie nochmal? Clara, genau, die dann so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudert und man merkt direkt, sie hat Angst, sie wird verfolgt. Sie hat schon sehr, sehr viele schlechte Erfahrungen gemacht. Also ich habe bei manchen Sachen echt geschluckt und dachte mir so, wie krank geht es bitte in Sebastian Fitzeks Hirn zu? Es war ja mein erster Fitzek, ich habe vorher noch nie was von ihm gelesen und dachte nur so, WTF. Das Witzige ist, dass ich da mit Maren mal drüber gesprochen habe. Und bei ihr und mir ist es ganz oft so, wenn ihr ein Buch so gut gefällt, dann gefällt es mir nicht. Und umgekehrt. Es gibt natürlich auch Bücher, die wir beide sehr, sehr feiern. Aber es ist schon sehr, sehr oft aufgefallen, dass es umgekehrt auch so war. Und sie meinte, dass es bei Fitzek so ist, wenn die breite Masse das Buch liebt, mag sie es nicht. Und wenn die breite Masse das Buch nicht mag, dann ist es eins ihrer liebsten Fitzeks. Ich muss sie mal fragen, wie sie den Heimweg fand. Oder Maren, falls du es liest, kannst du mir mal schreiben, wie du den Heimweg einstufen würdest. Würde mich da tatsächlich mal interessieren, ob wir da einer Meinung sind oder nicht. Ja, wie gesagt, mein erster wird auch definitiv nicht mein letzter bleiben. Dieser Mann hat ein sehr krankes Hirn und es hat mich teilweise echt fasziniert. Was sagt das über mich aus? Dann hat es endlich ein Buch von meinem Sub heruntergeschafft, das da schon ewig gelegen hat. Und zwar Lore, die Spiele haben begonnen, sie kämpft um ihr Leben. Von Alexandra Bracken. Es geht um Lore, wie der Titel schon verrät. Sie hat vor einigen Jahren ihre Familie verloren und das war auch sehr bildlich dargestellt. Sie hat die zerstückelten Leichen ihrer Familie gefunden. Und ja, das beschreibt schon sehr gut, welche Brutalität in diesem Buch herrscht. Ja, sie wächst dann bei der Familie ihrer Mutter, glaube ich, war es auf, und arbeitet später bei so einem älteren Mann, der dann auch verstirbt und ihr quasi sein gesamtes Hab und Gut
hinterlässt. Und man liest auch schon im Klappentext, sie hat sich geschworen, dass sie nie, nie wieder gegen Götter ankämpfen wird, bei den Spielen zum Beispiel. Aber trotzdem schlägt sie sich Nacht für Nacht irgendwie durch, indem sie gegen Menschen antritt, um sich da ein bisschen Geld zu verdienen und einfach ihren Lebensunterhalt zu bestreiten. Und dann bekommt sie von der Göttin Athene ein Angebot gemacht, das sie nicht ausschlagen kann. Sie soll nämlich die Familie des neuen Ares töten, beziehungsweise den neuen Ares töten, weil dessen Familie ihre Familie getötet hat. Und ja, so wird sie eben wieder in diese Spiele hineingezogen und muss sich da durchschlagen. Es ist nämlich so, dass ein Gott, wenn er stirbt, quasi seine Macht an denjenigen abgibt, der ihn getötet hat. Und das war alles auch sehr, sehr kompliziert erklärt. Also man muss das Buch wirklich von Anfang bis Ende lesen, um einiges zu verstehen. Alexandra hat da auch sehr viele Dinge aus der Mythologie genommen, die man als Jugendlicher, für die das Buch eigentlich gedacht ist, und wenn man sich nicht mit Mythologie befasst hat vorher, irgendwie auch nicht verstehen kann. Also ich hatte das Gefühl, das Buch ist sehr, sehr faktenbasiert. Also ich persönlich mag die griechische Mythologie und kenne mich da auch ein bisschen aus, würde ich jetzt mal behaupten. Aber ja, wenn du wirklich ein 15-jähriger Teenager bist, der das Buch einfach lesen will, weil er das Cover schön findet oder weil er den Klappentext toll findet und weil es ein Jugendbuch ist, wird da manche Dinge nicht so verstehen, wie sie, glaube ich, von der Autorin gemeint waren. Würde ich jetzt einfach mal behaupten. Ich persönlich fand auch, dass das erste Drittel vom Buch zum Beispiel sich super, super lang gezogen hat. Da war ich auch echt schon kurz davor zu sagen, ich lese es echt nur noch quer und keine Lust mehr. Es hat sich wirklich gezogen, es war zäh, aber dann kommt so ein bisschen Schwung in die Kiste und ich meine, es ist ein super dickes Buch, ne? Da überlegt man sich halt dreimal, ob man es weiterlesen möchte oder nicht. Ich habe es dann tatsächlich doch gemacht, weil ich auch einfach wissen wollte, wie es mit Lore weitergeht, wie sie sich noch entwickelt, und sie macht eine große Entwicklung mit. Sie verarbeitet ihre Vergangenheit. Es gibt zwischendurch auch immer so Rückblenden nochmal in die Vergangenheit, was dem Leser dann auch hilft, manche Dinge besser zu verstehen. Und es wird nicht mein Highlight-Buch werden. Das Ende war jetzt für mich auch nicht so befriedigend oder nicht so, wie ich mir es erhofft hätte, aber es war schon irgendwo passend, aber eben nicht meins. Ja, es sieht schön aus, deshalb wird es wahrscheinlich im Regal stehen bleiben. Es war ja ein Geschenk von der Rich Ground Box für mein Rap-Dasein. Und machen wir mit dem nächsten weiter. Das nächste lag tatsächlich auch eine Weile hier. Ich hab's, glaube ich, letztes Jahr zum Geburtstag geschenkt bekommen von Tatjana. Sie hatte es sich nämlich aus Versehen doppelt bestellt. Das sind auch Dinge, die kann eigentlich niemandem passieren, aber manchmal kommen sie doch vor. Ich war gerade letztens noch bei Nella und sie sagte auch, ich habe da ein Buch doppelt. Irgendwie habe ich mir das zweimal gekauft. Ich weiß nicht, wie sowas passieren kann, aber es passiert. Und genauso war es nämlich auch bei der Ravenhall Academy. Ich wollte das Buch schon die ganze Zeit haben, habe es aber irgendwie vergessen zu bestellen. Und Tatjana hat es aus Versehen zweimal bestellt und sagte dann, ja, es ist zweimal mit Farbschnitt angekommen. Also Carlsen hat das ja meistens nur auf der Frontseite. Es ist zweimal mit Farbschnitt angekommen, ich gebe dir eins. Und dann war kurz drauf mein Geburtstag. Wir waren dann auch zusammen essen. Und dann hat sie mir es gerade zum Geburtstag geschenkt. Fand ich sehr, sehr schön. Jetzt versuche ich natürlich, den zweiten Band auch noch mit dem Farbschnitt zu kriegen. Also wenn jemand den zufällig verkauft, darf er sich gerne bei mir melden. Im Laden bei uns gibt es nämlich leider nur noch den ohne Farbschnitt. Und ihr wisst ja, wie es ist. Mein Monk sagt, du hast Band 1 mit Farbschnitt, dann musst du auch Band 2 mit Farbschnitt haben. Der ist übrigens rot und auch super, super schön.
Aber worum geht's im Buch? Wir begleiten unsere Protagonistin Lily Campbell. Sie wird quasi von ihrer Mutter und ihrer Schwester dazu verbannt, zu ihrer Großmutter zu fahren und der ein bisschen in ihrer Buchhandlung zu helfen, auszuhelfen. Und ja, Mutter und Schwester tingeln in der Zeit, ich glaube, durch Italien und Lily hat so gar keinen Bock, dann bei ihrer Großmutter zu sitzen. Auch wenn sie gerne liest und Bücher wirklich liebt, wäre sie doch lieber mit nach Italien gefahren. Aber es stellt sich ganz schnell heraus, dass diese Buchhandlung, die existiert zwar, um Gottes Willen, aber ja, dass der Vorwand, sie sollte doch ihrer Großmutter aushelfen, an den Haaren herbeigezogen war. Es geht nämlich um was ganz anderes. Sie glauben nämlich, dass die vererbte Magie ihrer Familie in Lily schlummert und dass sie bei ihrer Großmutter, die eben auch Magie wirken kann, ja, am besten aufgehoben wäre zu ihrem Geburtstag, wenn sich dann ihre Magie quasi entfaltet, zum ersten Mal so richtig. Und sie lernt dort auch ein paar Leute in ihrem Alter kennen und beobachtet seltsame Dinge, die so nicht sein können, und lernt dann eben ganz schnell, dass auch sie ein Teil dieser magischen Welt ist. Ja, sie kommt dann auf die Ravenhall Academy und lernt dort quasi mit ihren magischen Kräften umzugehen. Und das ist auch der wahre Grund, warum ihre Großmutter gesagt hat, schick sie bitte her, obwohl ihre Mutter, also Lillys Mutter, gar nichts mehr mit der Hexenwelt zu tun haben möchte. Es ist eine schöne Geschichte, es ist so eine, ich nenne es mal so eine fantastische College-Geschichte darüber, wie man sich neu entdeckt und neue Teile von sich kennenlernt und wie man sich zum ersten Mal verliebt. Es ist eine süße Jugend-Fantasy-Geschichte. Ich mag Julia auch unheimlich gern und ja, habe mich sehr gefreut, als damals rauskam, dass sie bei Carlsen quasi ihr erstes Debüt veröffentlichen darf. Ich meine, bei Carlsen, das ist eine große Ehre, müssen wir drüber reden. Das ist eine der, wie ich es immer nenne, Blogger-Mädels, die Carlsen sich gefischt hat. Also da gibt es ja einige recht hochwertige Bloggerinnen. Und da habe ich ja immer so meine Bedenken, ob das wirklich Bücher sind, die einem gefallen, oder ob einfach nur die Reichweite abgegriffen werden wollte. Aber mir hat das Buch sehr, sehr gut gefallen und ich freue mich auch tatsächlich jetzt schon auf Band 2. Dann durfte ein weiteres Geschenk meinen Sub endlich verlassen, und zwar Animant Crumbs Staubchronik. Da geht es ja um das England, ich glaube von 1890, ja genau. Wir begleiten unsere Protagonistin Animant Crumbs. Sie möchte eigentlich den Verkupplungsversuchen ihrer Mutter entfliehen und hat die Chance, in einer Bibliothek zu arbeiten, und diese ergreift sie auch sofort. Man merkt auch direkt, dass sie einfach anders ist als andere ihrer Generation. Sie ist viel offener und viel wissbegieriger und hinterfragt Dinge, was für Mädchen in 1890 nicht ganz so üblich war. Sie darf, wie gesagt, in dieser Bibliothek arbeiten, steckt ihre Nase in Bücher und liest super viel über Menschen, über Männer, Frauen, über Männer und Frauen zusammen, also das Zusammenspiel. Und ja, wirkt manchmal irgendwie total naiv und manchmal aber auch total schlagfertig und eben anders als Mädchen ihrer Zeit. Sie lernt in der Bibliothek auch jemanden kennen und die Entwicklung zwischen den beiden ist einfach super, super schön zu lesen. Also im kompletten Buch geht es halt sehr viel um die Entwicklung von Animant selbst, und sie fängt halt an, sich für Frauen und die Rechte der Frauen einzusetzen, und das, ja, zieht sich eigentlich so durch das gesamte Buch. Man merkt auch, dass es etwas vergilbter ist. Also das wurde auch irgendwie auf alt gemacht. Das fand ich auch sehr schön und sehr authentisch. Und ich sehe gerade, wo das Kapitel losgeht. Es sind wunderschöne Kapitelzierden mit eingepflegt. Und hier oben ist immer noch so ein kleiner Spruch, der zum Kapitel passt. Also richtig, richtig schön designt. Es hat auch ein ganz anderes Format. Also wenn wir uns jetzt mal ein Standardformat hier angucken. Und dann holen wir Animant Crumb. Also es ist viel breiter, aber das ist ja so ein Ding vom Drachenmund Verlag. Die haben ja
gerne mal Sonderformate. Ich habe hier ja auch vorhin Luca und Allegra liegen gehabt. Das ist ja zum Beispiel auch anders als andere Hardcover. Es ist nämlich eckig. Und nicht mit einem gebogenen Buchrücken, wie das sonst so üblich ist. Ja, Animate Grump muss man mögen. Also man muss dieses Historische mögen. Manche Passagen waren für mich ein bisschen zu blumig. Ich mag ja nicht unbedingt so einen extrem blumigen Schreibstil. Also ich konnte es tatsächlich auch nicht jeden Abend lesen. Ich musste immer so etappenweise lesen, weil es mir dann irgendwann auch zu viel wurde. Aber an und für sich hat mir die Geschichte doch ganz gut gefallen. Und dann kommen wir last but not least zum letzten Buch, das ich diesen Monat gelesen habe. Beziehungsweise nein, ich habe es nicht gelesen, ich habe es gehört. Ich habe es nämlich nicht in Printform im Regal stehen. Ich hatte es mir mal bestellt, aber es kam in einem desaströsen Zustand an, sodass ich es wieder zurückgeschickt habe. Das war nämlich bei Rebuy oder so. Ich spreche nämlich von Prison Healer. Ich habe den ersten Band jetzt endlich gehört. Ich sage schon das ganze Jahr, ich will das Buch lesen, hören, whatever. Und habe es dann aber irgendwie nicht gemacht. Warum, kann ich euch tatsächlich auch nicht sagen, weil jetzt habe ich es gelesen und möchte unbedingt den zweiten Band sofort weiterlesen oder weiterhören. Wir begleiten unsere Protagonistin Kiva und sie lebt im Gefängnis von Zalindorf und ist dort quasi die Heilerin des Gefängnisses. Also wenn irgendwo im Gefängnis ein Wächter oder ein Gefangener krank ist, wird er zu ihr auf die Krankenstation gebracht. Sie hat noch einen kleinen Gehilfen, Tipp. Der ist ein kleiner 10-, 11-jähriger Junge, ich weiß nicht mehr genau, also sehr jung. Und ja, ist einfach rotzfrech und hat mich sehr, sehr oft zum Schmunzeln gebracht mit seinen Aktionen, weil er auch manchmal dem Leichenbestatter einen Streich gespielt hat und die zwei sich dann immer so ein bisschen hochgeschaukelt haben. War richtig witzig. Ja, eines Tages wird eine Frau eingeliefert, die sie die Rebellenkönigin nennen. Also es gibt natürlich Rebellion gegen den König und gegen das ganze Land. Und die Rebellenkönigin wird eingeliefert und sie soll sich dem Elementarurteil stellen. Das sind 4 Prüfungen. Einmal eine Feuerprüfung, eine Wasserprüfung, eine Erdprüfung, eine Luftprüfung. Und wenn sie diese 4 besteht, dann darf sie Zalindorf verlassen und ist eine freie Bürgerin. Und man macht ihr nicht den Prozess. Allerdings sind die Prüfungen so schwer, dass noch nie jemand diese Prüfungen bestanden hat. Ja, und man weiß auch nicht, warum das geschieht. Also das wird erst ganz, 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 ganz spät aufgelöst. Aber Tilda, die Rebellenkönigin, ist jenseits von Gut und Böse, also die würde nicht mal zu einer Prüfung antreten können. Und Kiva sagt, ich übernehme für sie. Jeder hat so 5 Fragezeichen auf dem Kopf, warum macht sie das? Aber so mein Gedanke war dann, ja, okay, wer die Prüfung besteht, ist frei. Und ja, Freiheit ist natürlich für jeden ein großes Gut. Natürlich wird sie auch von anderen Menschen noch unter Druck gesetzt, dass die Rebellenkönigin leben muss. Aber das sind alles so viele Stränge, die da zusammenkommen. Und ja, ich wusste ja, dass die Meinungen bei diesem Buch auseinandergehen. Irgendwie die einen lieben es, die anderen sagen, no. Aber so dazwischen gab es sehr, sehr wenig. Und ich fuchtel schon wieder die ganze Zeit mit den Händen rum. Aber ich bin so aufgeregt, weil ich dieses Buch so wundervoll fand. Kiva ist einfach eine richtig krasse Protagonistin. Also ich habe sie sehr, sehr gerne gemocht. Ich habe sehr, sehr gerne ihre Geschichte gelesen. Und es kommen einfach noch so viele Faktoren dazu. Sie lernt im Gefängnis noch jemanden kennen, der ihr ans Herz wächst. Und dann ist da eine Wächterin, die ganz anders zu sein scheint wie alle anderen. Und es ist einfach ein Zusammenspiel von so vielen Faktoren, die dieses Buch für mich einfach unfassbar schön gemacht haben. Ich werde definitiv den zweiten Band jetzt zeitnah lesen. Ich habe ihn tatsächlich auch schon auf meine 24 für 24 Liste gesetzt, damit ich einfach da jetzt mal Bücher drauf habe, die ich zeitnah lesen möchte und vielleicht dann mit einem guten ersten Lesemonat ins Jahr starte, wo vielleicht schon 2, 3 Bücher von meiner Liste gestrichen werden können. So ist zumindest der Plan.
Ja, Prison Healer 2 wird da auf jeden Fall drauf landen. Und ich kann das Buch wirklich jedem empfehlen, der zum Beispiel auch Throne of Glass mag. Ich meine, es ist nicht vergleichbar. Throne of Glass ist, das ist irgendwo hier. Da kommt auch so schnell nichts dran. Aber wer den Stil von Throne of Glass mag, der wird auf jeden Fall Prison Healer auch mögen. Und vor allem, wenn ihr euch die letzten zwei, drei, vier Sätze durchlest von dem Buch, das bringt eure ganze Welt nochmal ins Wanken, wenn ihr dieses Buch gelesen habt, weil da passiert etwas, was ich nicht erwartet hätte. Sollte da vielleicht mal mit Ivy drüber sprechen. Die hat das Buch nämlich extrem gehypt, als sie es gelesen hat. Und ja, ich glaube, da müssen wir uns mal drüber austauschen. Ihr Lieben, das waren alle Bücher, die ich im Dezember gelesen habe. Das musste ich kurz überlegen. Die ich im Dezember gelesen habe. Also quasi mein Jahresabschluss 2023. Es ist ein bisschen später geworden, das Video. Und der Januar wird ein bisschen verrückter als sonst, weil ich noch meine Jahresstatistik abdrehen muss und meine 24 für 24 Liste abdrehen muss. Aber versprochen, im Februar geht es dann gewohnt mit meinen Formaten weiter. Ja, es wird auch noch ein Q&A mit einem Autorenduo geben. Ich denke, das wird auch noch im Januar passieren. Also seid gespannt, das wird auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Kann ich euch schon mal verraten. Das war's jetzt von mir. Ich packe euch wie immer alle Bücher und Links und Affiliate-Links in die Infobox. Da könnt ihr dann bei Thalia oder bei Amazon euch die Bücher mal anschauen. Und wenn ihr darüber, also über einen der Links, meine Empfehlungen kauft, dann kriege ich da eine kleine Verkaufsprovision. Und davon finanziere ich ja immer mein Schreiben. Das war's jetzt wirklich von mir. Ich wünsche euch noch einen wundervollen Tag. Habt's fein und bis zum nächsten Mal. Tschüss!